Und bei uns sind natürlich in der Kieferorthopädie, ich sag mal so, zu 70% vielleicht Kinder und Jugendliche. So, das heißt, die müssen wir erstmal als solche Personen kennen. Was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Besonderheiten und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber direkt zur zweiten Zielgruppe, die mit damit konkret zusammenhängt, bevor ich gleich noch ein bisschen spezifischer werde. Nämlich, Ja. das sind dann im nächsten Schritt von diesen 70% unserer Kinder- und Jugendlichen-Patienten, sind es die Eltern, die nämlich die Entscheider sind, wie man das sozusagen dann auch in dem Bereich Oh, nennt, ja. die in erster Linie targetiert werden müssen. Denn es ist so, du kannst noch so toll im Umgang später mit dem 13-jährigen Jungen sein, der wird nicht mit 11 eine Facebook-Anzeige von dir gesehen haben und gesagt haben, ey, das ist super, da gehe ich hin zum Kieferorthopäden. Das heißt, deine primäre Zielgruppe sind dann schon mal einmal Eltern in einem bestimmten Alter. Und interessanterweise, wenn es um die Entscheidung für die Kinder geht, sind bei dieser Entscheidung dann nochmal 70 zu 30 mindestens die Frauen, die Entscheider, die sagen, wir gehen zu dem Arzt. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wenn man über Zielgruppen spricht, wenn man über Kunden spricht und so weiter, dann hat man ja häufig so dieses, ja, so dieses wirtschaftliche Denken auch irgendwie im Kopf, ne? So von wegen, da ist ein Unternehmen, von mir aus auch ein Start-up und es hat sich ein Produkt ausgedacht und jetzt überlegt, wer könnte sich denn für das Produkt interessieren. Aber Kunden richtig zu kennen und die Ansprüche der Kunden richtig zu kennen, das gehört ja eigentlich auch im kieferorthopädischen Alltag. Zum Alltag. Weiß nicht mal. Also, eigentlich ist es ja wichtig, auch als Kieferorthopäde zu wissen, wer sitzt denn vor mir und was möchte der, oder? Absolut, total wichtig. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt auch, wo wir auch wieder bei dem Thema sind, wie führe ich meine Gespräche, wie kommuniziere ich da genau? Und auch, wir hatten im anderen Podcast einmal Thema Informationsfluss, dass wir in der Medizin immer denken, der Informationsfluss bedeutet in erster Linie, wir erklären dem Patienten was, wir führen den zu einer Entscheidung, wir klären den auf und so weiter und so fort. Alles schön und gut, alles wichtig, aber noch wichtiger ist im ersten Schritt eigentlich der umgekehrte Informationsfluss vom Patienten zu uns. Natürlich einmal ganz klassisch über die wichtigsten Bestandteile der Anamnese, nämlich dass da medizinische Fakten rüberkommen, aber auch menschliche. Und jetzt sind wir auch wieder bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, dass das ganz häufig intuitiv abläuft. Was ich einfach mal in Frage stellen würde, ob das eine gute Entscheidung ist. Intuitiv bedeutet, dass man sagt, ja, ich kenne ja meine Kunden und ich weiß ja, wie die ticken und ich weiß ja meine Patienten, wie die sind und andererseits vielleicht auch, ist mir aber auch egal, weil die kommen sowieso und so weiter und so fort. Ich brauche das gar nicht zu wissen. Ist ein ganz, ganz gefährlicher Irrglaube, gerade jetzt, wenn wir dahin gehen, dass die Medizin auch immer weiter kommerzialisiert wird durch, was weiß ich, Smile Shops, was auch immer, dass halt das Thema Dienstleistung dort einfach eine ganz, ganz neue Rolle einnimmt und wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal viel mehr Spaß mit unserer Arbeit haben könnten, wenn wir auch die richtigen, passenden Patienten dann regelmäßig haben und es dann einfach auch dadurch gut läuft. So. Wie kann man das jetzt im Prinzip machen? Ganz klassisch würde man hingehen in der Wirtschaft, dass man zunächst erstmal irgendeine Untersuchung macht, dass man quasi eine Kundenbefragung macht oder dass man eine Statistik erhebt. Was sind das für Leute, die dort leben? Gibt es da überhaupt einen Bedarf? Und so weiter und so fort. Das ist jetzt glücklicherweise bei uns schon so, auch in der Kieferorthopädie und vor allem in der Zahnmedizin selber, dass wir das so in dem Maße so gar nicht brauchen, weil wir ein Produkt haben, was einfach eine regelmäßige Nachfrage bekommt. Ob wir jetzt gut sind, ob wir schlecht sind, ob wir was richtig machen oder falsch machen, das Produkt, nämlich die medizinische Behandlung als solche, die ist gefragt. Das heißt hier, wir haben an anderer Stelle schon mal beim Expertenstatus darüber gesprochen, wir haben jetzt auch schon mal hier wieder die Die Vorschusslorbeeren. Das ist schon mal, Vorschusslorbeeren, ja. dass wir in einem Markt sind, der ist bereit für uns. Die Patienten, die wissen schon, was das bedeutet, was da auf sie zukommt. Und wir sind prinzipiell als kleiner Dienstleister sogar vielleicht sogar eher austauschbar. So, und jetzt können wir Ja. gucken, wie können wir das so ein bisschen optimieren noch. Und Aber jetzt das heißt ja, hier. wenn ich jetzt die Zielgruppe, wenn ich jetzt die Zielgruppe so an sich sehe, sage, okay, das ist mal ganz flapsig ausgedrückt, da hat jemand eine Kieferfehlstellung oder da hat jemand schiefe Zähne und der möchte halt ein schönes Lächeln haben. So, das wäre jetzt, glaube ich, das, was so das allgemeine Merkmal der Zielgruppe ist. Aber ist es denn dann auch nicht wichtig, dass ich meine Zielgruppe, die ja aus
X Personen besteht, noch ein bisschen genauer kennenlernen, weil es gibt ja auch bestimmt welche, die sagen jetzt, ja, ich möchte ein schönes Lächeln um jeden Preis. Dann gibt es welche, ich möchte ein schönes Lächeln, aber ich zahle nicht so viel oder ich möchte, dass das schnell geht. Die haben ja nochmal ganz individuelle Bedürfnisse, ne? Das muss man sich das dann auch nochmal ganz genau vor Augen führen. Ja, absolut, hundertprozentig. Also Okay. ich reiße noch, danke, dass du mich auch ein bisschen mehr so auf den Punkt bringst, ganz grob nochmal zusammen, was sind so für uns die wichtigsten Kunden, weil das ist ja, oder die Zielgruppen, das wird dann auch zum Beispiel bei Facebook oder Social Media Kampagnen wird das natürlich wichtig, wen spricht man, wen targetiert man, wie das so schön heißt, konkret. Und bei uns sind natürlich in der Kieferorthopädie, ich sag mal so, zu 70% vielleicht Kinder und Jugendliche. So, das heißt, die müssen wir erstmal als solche Personen kennen. Was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Besonderheiten und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber direkt zur zweiten Zielgruppe, die mit damit konkret zusammenhängt, bevor ich gleich noch ein bisschen spezifischer werde. Nämlich, Ja. dass dann im nächsten Schritt von diesen 70% unserer Kinder- und Jugendlichen-Patienten sind es die Eltern, die nämlich die Entscheider sind, wie man das sozusagen dann auch in dem Bereich nennt, Gut. die in erster Linie targetiert werden müssen. Denn es ist so, du kannst noch so toll im Umgang später mit dem 13-jährigen Jungen sein, der wird nicht mit 11 eine Facebook-Anzeige von dir gesehen haben und gesagt haben, ey, das ist super, da gehe ich hin zum Kieferorthopäden. Ja Sondern gut, das werden ja. die Eltern in irgendeiner Form bestimmt Ja. haben, dann muss der mit und dann wird das so gemacht, wie die das wollen. Das heißt, deine primäre Zielgruppe sind dann schon mal einmal Eltern in einem bestimmten Alter. Und interessanterweise, wenn es um die Entscheidung für die Kinder geht, sind bei dieser Entscheidung dann nochmal 70 zu 30 mindestens die Frauen, die Entscheider, die sagen, wir gehen zu dem Arzt. Das Ach, ist an der gut. Rollenverteilung in Deutschland tatsächlich immer noch so. Da wundere ich Ja. mich manchmal auch. Also wenn mein Sohn irgendwas gehabt hat, habe ich immer versucht, dass ich dann mit meiner Frau zusammen und ihm hingegangen bin. Dann könnte man natürlich sagen, boah, ist das ein Helikopter oder was? Ist mir ganz egal. Ich fand es aber auch einfach, das gehört dazu. Ich sehe das aber im Alltag, dass das oft nicht so gemacht wird, sondern dass in der Regel ein Elternteil das macht. Und meistens sind es dann die Frauen, die dann mitkommen. Das heißt, eine ganz, ganz zentrale Zielgruppe für uns sind Mütter in einem bestimmten Alter, die die Kinder in der richtigen Zielgruppe mithaben. So, Ja. heißt also, die Kinder sind irgendwo zwischen 6 und 14 Jahren in der Regel für den ersten Kontakt. Jetzt können wir uns mal überlegen, wie alt sind dann die Frauen, die wir dann entsprechend ansprechen müssen, die unsere Hauptzielgruppe ist in dem Bereich. Die sind in der Regel irgendwo zwischen, jetzt müssen wir mal rechnen, wann kriegen die erstes Kind, frühestens mit So Mitte 20, 30 30 dann so. wahrscheinlich, ne? Genau, also die sind alle so im Bereich zwischen 30 und 40 Jahre alt in der Ja. Regel für den ersten Kontakt. Und die sprechen wir dann entsprechend viel mehr an. Oder das ist eine wichtige Zielgruppe, mit der müssen wir und wollen wir dann auch klarkommen. So, das Ja. einmal ganz kurz als Idee jetzt sozusagen demografisch gesprochen. Ja, aber ich Jetzt. glaube, dass das geht auch manchmal Vergessenheit, ne? Weil das ist eine Zielgruppe, Kieferorthopäde, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, so Kinder und Jugendliche, aber stimmt, die entscheiden es ja letztendlich nicht. Das muss man auch erstmal auf dem Schirm haben, ja. Ja, dann kommen wir im Prinzip zur Anamnese und da geht es wieder darum, was ich an anderer Stelle schon mal gesagt habe, Informationen einholen. Jetzt kommt auch der Punkt, dass wir dort idealerweise nicht nur die rein medizinischen Fakten einholen, sondern da auch entsprechend genauso eine demografische Vertiefung sozusagen oder psychologische oder wie auch immer Vertiefung dann entsprechend von der Gruppe schon mal vornehmen. Im Vertrieb überall gibt es sogenannte CRM-Systeme, was heißt Customer Relation Management. Was konkret auf Deutsch wieder heißt, ja, Kundenbeziehung wieder. Ja. Kundenbeziehungsmanagement. Also wir sind hier in der Beziehungspflege. Was gehört da also rein? Nicht nur, wo die wohnen, was die Bankverbindung ist oder wie die versichert sind, sondern auch persönliche Dinge. Was haben die für Hobbys? Mit wem sind die vielleicht verwandt, den wir schon kennen und so weiter? Wie sind da die Verknüpfungen, Beziehungen und so weiter? Aber auch, was du gesagt hast, wie sind sie einzustufen? Das sind so viele, so wichtige Sachen. Wir sind bei der Farblehre in einem der Interviews mal gewesen. Was ist das für ein Persönlichkeitstyp? Ist das so ein blauer Rationaler? Ist das so ein roter, impulsiv, schnell entscheidender? Ist das so ein gelber, der hin und her springt? Ist das ein grüner, der sich erstmal mit 10 Leuten besprechen muss, bevor er eine Entscheidung treffen kann? Zum Beispiel, das ist ganz wichtig, damit wir von vornherein wissen, wie wir mit ihm umgehen. Wenn ein Blauer zum Beispiel 3 Stunden Erklärung braucht später für die Behandlung und noch 700 Studien genannt haben möchte, wenn du das beim Roten machst, der bringt dich um. Ja? Oder der ist schon raus, bevor du den ersten Satz zu Ende gesprochen hast. Der Ja. will von dir nur wissen, kannst du das machen, ja oder nein? Kann ich morgen starten und ist der Preis fix? Ja? Ja. So. Und dann machst du einen Haken dran und dann ist gut, dann ist der Rote fertig. Machst du das mit dem Grünen, ist der weg. So. Aber ist das denn dein Bauchgefühl dann? Dass du sagst, okay, das finde ich immer so blöd, das ist ein grüner, das ist ein blauer, aber es ist ja eigentlich logisch, dass man sie so einkategorisiert. Aber
Machst du das mit dem Bauchgefühl oder erkennst du das schon relativ schnell oder sollte man anders, sollte man das relativ schnell erkennen, wen man da vor sich hat? Ja, man sollte es auf jeden Fall schnell erkennen. Dazu kann man auch zur Anamnese entsprechende Skripte verwenden, die quasi Testfragen für die entsprechenden Personen haben. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, wenn wir jetzt heute eine Behandlungsbedürftigkeit feststellen, könnten wir dann morgen direkt starten? Oh nee, da muss ich erstmal drüber überlegen. Und können Sie mir noch ein bisschen genauer was sagen? Okay, dann wissen wir schon mal, das ist kein Roter. Weil, als Beispiel einmal. Ja, und so weiter. Es gibt also viele Signale. Dann gibt es auch den Punkt einfach noch. Jetzt sind wir ganz stark auch beim Thema NLP schon wieder. Das ist sicherlich eine spannende Schulung. Wer das noch nicht weiß, was das ist, neurolinguistisches Programmieren heißt das. Hört sich, Programmieren ist so ein ganz blöder Begriff. Im Prinzip geht es eigentlich darum, dass man seine Kommunikationsstrukturen psychologisch ein bisschen optimiert. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man bestimmte Verhaltensmuster beobachtet und gegebenenfalls auch spiegelt. Das heißt, gleich und gleich gesellt sich gern in Kurzfassung mal zusammengerissen. Und darüber auch bestimmte Gesprächsmuster, Rhythmik, Gesprächsgeschwindigkeit, bestimmte Wortwahl und so weiter erkennt, idealerweise erstmal, und dann auch aufnimmt und mitverwendet, um dadurch auf einer Wellenlänge, wie man so schön sagt, miteinander zu kommunizieren. Also man sorgt dafür, dass die Chemie stimmt, indem man seine eigene Molekülzusammensetzung angleicht an das Gegenüber entsprechend. Ich glaube, das macht Und man das teilweise ist. auch ein bisschen unbewusst, ne? Kann das sein? Ja, klar. Ja klar, das ist total viel Intuition. Ja. Funktioniert manchmal gut oder manchmal schlecht, wenn es rein intuitiv ist. Nämlich, wenn die Chemie stimmt, funktioniert es sehr gut. Wenn die Chemie nicht stimmt, funktioniert es eben nicht gut. Und wenn es nur Ja. intuitiv ist, kann man sich aus der nicht stimmenden Chemie nicht mehr lösen. Als jemand, der aber den Menschen dann helfen will, der ihnen trotzdem eine Behandlung anbieten will oder meinetwegen auch durch ein Produkt eine Lösung für ein Problem anbieten will, sollte man in der Lage sein, aus dieser nicht stimmenden Chemie wieder rauszukommen, entsprechend ohne sich zu verbiegen oder so. Das meine ich jetzt gar nicht. Oder nicht authentisch zu sein. Aber dass man dann auf einer gewissen Sachebene darüber wieder in die Chemie quasi hineinkommt. So, ich führe noch ein ganz bisschen weiter aus. Ich sehe, dass du Ja. deine nächste Frage stellen möchtest, aber ich Nein, bin da gerade nein, bei den Fall. Dann alles gut. Dann haben wir natürlich auch die Eingangskanäle von unseren alles Patienten, gut. können wir Patienten. natürlich kennenlernen. Was wir auch schon mal hatten, ist das eher jemand, der was Bildliches braucht? Ist das jemand, der eher auditiv ist? Braucht der was zum Anfassen? Ja, zum Beispiel sind so ganz einfache Signale. Ja, wie fühlt sich denn so eine Zahnspange an? Da weiß man schon mal, das ist nicht in erster Linie ein auditiver und ein visueller Typ, sondern das ist vielleicht ein motorischer Typ. Der braucht tatsächlich was zum Anfassen. Okay. Oder wenn ein anderer sagt, ah, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Okay, Signal für einen auditiven Typen, weil die Sprache das tatsächlich aufdeckt, das, was eigentlich versteckt ist. Und man kann es ganz gut messen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt der Frage. Das gehört im Prinzip in gewisse Skripten hinein, dass man so bestimmte Testfragen, das geht ganz schnell, da muss man nicht eine Stunde mit jemandem reden, sondern das geht wirklich super schnell und wenn man ein bisschen Übung hat, umso besser hat und das idealerweise dann auch mit dokumentiert. Das heißt also, was haben wir jetzt hier? Wir haben komplett die medizinische Anamnese. Wir haben die klassischen demografischen Daten, wie alt, wo kommen die her, wo wohnen die, Arbeitsplatz, Versicherungsstatus und so weiter und so fort. Das nächste ist, dass wir gewisse Persönlichkeitsmerkmale dann schon mal feststellen. Was für ein Persönlichkeitstyp von der Entscheidungsfindung her ist das? Rot, Gelb, Grün, Blau. Dann auf welchem Kanal spreche ich ihn am besten an? Auditiv, motorisch, visuell. Das heißt, wir haben da mega viele Sachen. Dann vielleicht noch, was für Hobbys haben die, welches Umfeld hat er, wen kennt er schon und so weiter und so fort. Damit haben wir eine super tolle Landkarte oder andererseits auch gesagt Persona oder Avatar gebaut für diese Person. Und wenn wir das nämlich auch dann dokumentieren, haben wir nicht nur für diese eine Person die optimale Art und Weise, sie anzusprechen, sondern wir können dann auch in die Messung gehen und gucken, welche Personas haben wir eigentlich. Und dann gucken wir ganz simpel, mit welchen kommen wir besonders gut klar, welche sind die loyalsten, welche sind die Weiterempfehler und so weiter und so fort, welche sind die Komplexen, welche sind die, die wir loswerden wollen und so weiter. Und so können wir dann unsere Personagruppen dann noch wieder neu sortieren, ausrichten und dann auch wiederum unser Marketing, nämlich unsere Erwartungshaltungsaufbau, Gestaltung wieder neu strukturieren, dass wir dann sagen, hey, unsere Lieblingspatienten haben diese Persona, diesen Avatar. Jetzt sprechen wir auch ganz gezielt genau die in erster Linie an, damit wir möglichst viele von denen reinkommen, weil darauf sind wir optimal eingestellt. Damit haben wir am meisten Spaß, am meisten Erfolg und so weiter und so fort. Während die oder die Gruppe, die schmeißen wir direkt raus. Und Wollen wir dazu jetzt nicht. noch ein weiterer Punkt. Jetzt sind wir wieder direkt bei den internen Kunden auch.
Genau das Gleiche gehört auch zum Onboarding von Mitarbeitern dazu. Wie oft haben wir, da wird einfach nach Gefühl eingestellt oder es wird jemand eingestellt, weil wir gerade jemanden brauchen, dann nehmen wir irgendwen. Und das sind genau die Probleme, wo die Praxis dann im Chaos versinkt oder richtig große Schwierigkeiten bekommt, wenn wir nicht zu unserer eigenen, ich nenne ja auch den Begriff Kultur, ohne jetzt noch ein weiteres Thema aufzumachen, zu unserer Kultur passend jemand zu finden. Das heißt, es muss eine Persona sein, die zur Familie der Praxis quasi gehört. Ja, und da haben wir dann auch wieder die zweite Seite quasi drin. Also sehr ausführlich, vielleicht beantwortet in bestimmten Details. Bin gespannt auf deine nächste Frage, wo uns die dann auch hinführt. Ganz ehrlich, es wäre die mit den Personas nochmal gewesen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es hat sich gerade wieder so als schöner Kreis zusammengefügt. Aber ich habe eine Alternativfrage für dich, eine alternative zusammenfassende Frage, weil es ist ja offensichtlich, wenn ich jetzt mal so überlege, ich mache eine Praxis auf. Also ich bin jetzt noch nicht seit Jahren am Markt und kenne das alles schon und ich weiß, da gibt es die und die und die, sondern ich mache meine Praxis auf und da kommen auf einmal ganz viele Kunden. Ich komme von der Uni und bin jetzt endlich mal mein eigener Herr, wie wir es in einem der anderen Podcasts gesagt haben. Und ich höre jetzt diesen Podcast hier mit Personas und Zielgruppen und Erwartungen und so weiter. Ist es denn übertrieben zu sagen, dass es, ja, das Learning by Doing hast du das letzte Mal nicht so gemocht, das weiß ich noch, aber dass es ist trotzdem sich so einstellt, so langsam, also dass man dann quasi, ja doch, dass man während des Praxisbetriebes halt lernt, seine Zielgruppe besser einzuschätzen. Also, ne, ist es so ein Entwicklungsprozess? Ja, hundertprozentig, ganz klar. Und in dem Fall passt auch das Learning by Doing, finde ich total gut, weil wir jetzt ja quasi von null anfangen und es wirklich das dann sehen. Also find ich schön. Auf jeden Fall, das ist sinnvoll. Jetzt ist halt die Frage auch dort wieder, wie strukturiere ich das Lernen und wie mache ich, dass das besonders gut und besonders schnell geht. Und da sind wir nämlich genau wieder bei dem Fehler, der dann häufig auftritt, dass wir dann anfangen zu lernen und irgendwie intuitiv das irgendwie machen. Und durch diese ganze Intuition kommen wir niemals in eine Messbarkeit, in eine Vergleichbarkeit, in eine Steuerbarkeit und in eine Kontrollierbarkeit. Und das ist genau das, was wir eigentlich langfristig brauchen, damit wir sicher und planbar das Ganze auch weiter aufbauen. Und hier dann im Prinzip an die Jungen sozusagen direkt zwei Punkte. Nummer eins, erstens, dokumentiert sowas. Fangt damit von Anfang an. Bereitet euch vor, wenn ihr euch niederlasst. Das ist das eine. Aber wenn ihr dann die ersten Patienten habt, die ersten Mitarbeiter, legt euch entsprechend solche Personas, Avatare, quasi an von Mitarbeitern und so weiter und so fort. Für wen das jetzt zu kompliziert ist oder wer das nicht alleine machen möchte, das sehe ich auch mal wieder. Gerade bei den jüngeren Generationen, die sind nicht unbedingt so, ja, ich mach mal einfach, sondern die wollen es dann auch wirklich genau machen. Sucht euch einen Mentor oder einen Coach oder so, da stehe ich zum Beispiel auch zur Verfügung. Das soll jetzt kein Werbeblock in dem Sinne sein, aber genau das ist das, was ich mache, dass du dann da einfach eine Abkürzung finden kannst und dadurch, dass du dann halt dir nicht alles selber ausdenken musst und überall den Kopf und die Knie anstößt, sondern einfach ein paar vorgefertigte Strukturen dann vielleicht schon hast, die du dann aber ganz individuell mit deinem eigenen Leben, mit deiner Kultur entsprechend auch auffüllen kannst. Also es geht dann auch nicht irgendwie ein Konzept einfach eins zu eins zu übernehmen. Das ist eh mal Quatsch. Es muss authentisch sein. Deine Persona muss auch sich darin wiederfinden. Aber das ist ganz hilfreich. Und auch gerade bei dem Einstellen von Mitarbeitern. Da gibt es zum Beispiel so ganz einfache Sachen. Da gibt es so einen Test, der heißt 16 Personalities. Das ist ein kostenloser Persönlichkeitstest. Und das ist etwas, was grundsätzlich auch total hilfreich ist, das für Mitarbeiter anzuwenden. Und wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, so wie ich, dann weißt du mittlerweile auch, es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, mit denen willst du nicht arbeiten. Das willst du einfach nicht, weil das niemals funktioniert. Und ich nenne dir auch nochmal ein anderes spannendes Beispiel dazu. Das andere ist, du weißt aber auch dann, dass bestimmte Persönlichkeiten für bestimmte Jobs besser geeignet sind. Wenn du jemanden brauchst, der kreativ Lösungen finden soll, selbstständig für irgendwas, ist das ein ganz anderer Typ als jemand, der überhaupt nicht gut kreativ arbeiten und selbstständig lösen kann, aber vielleicht auf Anweisung perfekt, super perfektionistisch, stiekum seine Sachen erledigt. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man die richtig einsetzt, die Talente dann auch erkennt, ist das total hilfreich. Und ich schließe das Ganze mal ab mit einem Beispiel. Ich hatte letztens ein Bewerbungsgespräch mit einer Ärztin, das war total lustig. Habe mit ihr so gesprochen und die war eigentlich so ganz nett und sympathisch. Und das ist ja eigentlich jeder beim ersten Mal irgendwo, muss man auch sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, zu unserem Bewerbungsprozess gehört dazu, dass ich einmal kurz einen Persönlichkeitstest schicke. Der ist ganz lustig, den kann man schön ausfüllen. Manchmal erfährt man auch selber was über sich. Der tut nicht weh oder so, ist auch nicht allzu tiefgehend. Mach den mal bitte und schick mir bitte die Screenshots von deinem Ergebnis dann per WhatsApp zu.
So, jetzt habe ich schon mehrere Dinge gerade, die ich mal anreiße. Zum Beispiel, ich gebe eine ganz konkrete Vorgabe, schicke sie mir die Screenshots per WhatsApp zu. Wenn mir dann jemand die Zusammenfassung in Word per E-Mail schickt, dann weiß ich schon mal, okay, die Person hört nicht zu und macht auch nicht das, was ich gerne möchte. Einmal am Rande gesagt. Also, es sind so kleine Nebeneffekte, die man auch gleichzeitig mitnehmen kann. Das andere ist aber, die sagte dann, ja, nee, so ein Person, das mache ich aber auf gar keinen Fall. Nee, da gebe ich ja viel zu viel Preis. Nee, das müssten wir dann auch, wenn auch beide gleichzeitig machen. Außerdem müssen wir uns dafür erstmal kennenlernen. Das Okay. geht ja gar nicht. Und dann habe ich schon gesagt, ja, super, okay, danke für das offene Feedback. Damit hat der Persönlichkeitstest schon auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt, nämlich wir werden auf keinen Fall zusammenarbeiten. Nämlich wenn die erste Aufgabe, die ich gebe, schon zu so einer Diskussion führt, dann wird das bei einer komplizierten Aufgabe, wo ich dann vielleicht auch nicht direkt vor Ort bin, wo ich mich dann einfach verlassen muss auf jemanden, dann wird Ja. das genauso sein. Ich kann also schon jetzt sagen, ich kann niemals sicherstellen, dass die Arbeit so gemacht wird, wie ich es möchte. Also das heißt, wenn ich jetzt, egal ob es bei den internen Kunden oder bei den externen Kunden ist, ich muss auch, ja, ich muss wissen, was ich will und muss auch gleichzeitig ja dazu bereit sein, das auch nach außen zu vertreten. Weil, ne, aber da kann man ja auch keine Standards liefern, weil gerade jetzt, wenn sie jetzt sagt, sie möchte den Test nicht, vielleicht gibt es dann andere Vorgesetzte, die gesagt hätten, ja, dann halt nicht, ne? Also ich meine, da setzt ja auch jeder seine eigenen Maßstäbe, denke ich mal. Ja, absolut. Da können wir an anderer Stelle vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Es ist auf jeden Fall in meinen Kommunikationscoachings enthalten. Wir machen zum Beispiel, dass wir eine Goldstandardliste haben für unsere Patienten und Strikes. Ich reiße es einmal ganz kurz an. Goldstandard bedeutet, das sind die Bedingungen, die muss ein Patient erfüllen, damit er bei uns überhaupt aufgenommen werden kann. Und Strikes, das ist wie beim Baseball, das sind negative Eigenschaften, die der Patient hat. Wenn er drei Strikes hat, dann fliegt er raus. Oder wird gar nicht erst angenommen. Das ist etwas, was sehr wichtig auch nochmal ist, so wie du es gerade auch sagtest. Es geht jetzt nicht nur um, dass man sich immer anpasst an die, dass man das Beste und Tollste, sondern auch, dass man wirklich eine gute Selektion, alle Qualifizierungen nennt man es auch, der Patienten vornimmt. Also einmal, dass man möglichst viel über sie weiß, damit man aber auch weiß, nicht nur, wer passt gut, mit wem möchte man arbeiten, auch, was sind die No-Gos. Ja, die machen einem Ja. das Leben zur Hölle. Es gibt solche. Du hast ja irgendwann auch mal gesagt, Kunde, ja, Kunde. Und Kunde, ne? Das können komplett zwei Ja, Paar Schuhe sein. solche Bin und ich solche, 100% genau. bei. Und da ist es auch manchmal, dass man einfach eine klare, konsistente Richtung hat, wo man sagt, nee, wenn die so sind, wenn die sich so verhalten, wenn das ist, was sie wollen, was sie machen, nee, die machen Ja. alles kaputt. Die mischen das Wartezimmer auf, die Rezeption, die Mitarbeiter, einen selbst. Wollen wir nicht. Auch nicht. Okay, nee, Alles klar. dann da reden wir auf jeden Fall an anderer Stelle mal drüber, weil ja, man ist dann als Praxis ja auch nicht so Bittsteller, sondern man sollte auch wissen, was man möchte. Aber wie gesagt, da habe ich schon ein anderes Thema im Kopf, da können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Alles klar. Dann war es Super. das für heute. Bis zum nächsten Mal.